Was kostet eigentlich ein Kaufvertrag? Und wie hoch sind die Kosten für die Eintragung einer Grundschuld? Diese und weitere Kosten für Notar und Grundbuchamt nehmen wir heute unter die Lupe. Ich bin Kai, herzlich willkommen im Baufi-Lab. Heute möchte ich euch einen weiteren Rechner auf meiner Website vorstellen, und zwar den Rechner für die Berechnung von Notar- und Grundbuchamtskosten. Wenn ihr im Nachgang von meinem Video euch selbst da so ein paar Berechnungen durchführen wollt, überhaupt kein Problem, geht auf meine Website, das ist www.baufi-lab.de, und da findet ihr oben eine Überschrift mit dem Titel Rechner. Wenn ihr da drüber fahrt, öffnet sich so ein Kontextmenü, sind verschiedene Rechner, die ich eben auf meiner Website zur Verfügung stelle, unter anderem eben der Notarkostenrechner. Und das ist genau der, der uns heute interessiert. Da klicken wir direkt schon mal drauf. Und da öffnet sich direkt hier so eine Maske und da habt ihr die Möglichkeit, erstmal auszuwählen, was ihr euch berechnen lassen wollt. Ich öffne gerade mal dieses Kontextmenü und kann euch die verschiedenen Möglichkeiten hier gerne mal erklären. Und zwar haben wir ja einmal den klassischen Kauf. Das wäre dann relevant, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch ausrechnen lassen wollt, was eben ein klassischer Kaufvertrag kostet, ohne Grundschuldbestellung, rein der Kaufvertrag, der ja immer bei einem Notar geschlossen werden muss. Ihr habt die Möglichkeit, euch hier auch den Kauf und eine Grundschuldabtretung berechnen zu lassen. Das wäre dann interessant, wenn ihr jetzt einen Kaufvertrag schließt. Eine Grundschuld ist bereits für den Voreigentümer eingetragen und die soll eben abgetreten werden an eure neue Bank. Dann wäre das hier die richtige Berechnung. Und was eigentlich der häufigste Fall ist, ist der nächste. Das ist der klassische Kauf mit einer Grundschuldneubestellung. Also ihr kauft eine Immobilie, müsst diese finanzieren, braucht für eure Bank eine Grundschuld. Das heißt, die muss eben neu bestellt werden, weil aktuell noch nichts drin ist im Grundbuch. Und dann wäre das hier das Richtige. Das ist auch das, was ich gleich mit euch im Detail mir gerne anschauen möchte, weil das ist, wie gesagt, das, was zu 95% der Fälle eben hier zum Tragen kommt. Dann könnt ihr natürlich gerne auch nochmal euch durchrechnen, was passiert denn, wenn ich jetzt nur eine Grundschuld bestellen lassen möchte. Das wäre dann für euch interessant, wenn ihr zum Beispiel schon eine Immobilie besitzt. Dann haben wir die Grundschuldabtretung. Die kommt ja am häufigsten eigentlich immer dann zum Tragen, wenn ihr schon Finanzierung habt und die Zinsbindung läuft aus, ihr wechselt die Bank, also ihr sucht euch eine neue Bank, weil die einfach bessere Konditionen anbietet als die bisherige Bank, und dann ist es so, dass die neue Bank natürlich auch die eine Grundschuldabsicherung benötigt, und da wird in der Regel die bestehende Grundschuld übernommen, sprich an die neue Bank abgetreten, und da könnt ihr euch hier ausrechnen, was das kostet. Ja, und Löschung, da gibt es, glaube ich, gar nicht viel noch zu erklären. Das ist, wenn eine Grundschuld eben im Grundbuch drin ist, die soll rausgelöscht werden. Da könnt ihr hier eben gucken, was das kostet. Wie schon versprochen, gucken wir uns heute den Kauf und die Grundschuldbestellung an. Also das Ganze in einem. Es sind zwei Kostenpositionen, die hier anfallen werden. Das ist einmal der Notar und einmal das Grundbuchamt. Der Notar, weil der eben die Urkunden entwirft, also sowohl die Kaufvertragsurkunde als auch die Grundschuldbestellungsurkunde, und das Grundbuchamt, weil das Grundbuchamt im Grundbuch diese Urkunden, die da entworfen werden, wart, so nennt sich das, das heißt im Grundbuch eintragen lässt. So, da klicken wir jetzt gerade mal drauf, wählen wir aus, und wir sehen, da öffnen sich jetzt noch ein paar weitere Felder. Da haben wir die Möglichkeit jetzt zu sagen, okay, wie hoch ist der Kaufpreis und wie hoch ist die eingetragene Grundschuld. Sagen wir mal, ihr kauft zu einem Kaufpreis von 400.000 Euro beispielsweise. Die Grundschuld, die braucht ihr nicht in Höhe von 400.000 Euro, weil ihr eben 100.000 Euro Eigenkapital mit einbringen wollt. Also Grundschuld sagen wir 300.000 Euro, das ist die Höhe des Darlehens, sprich in der Regel dann auch die Höhe der Grundschuld, die die Bank eben eingetragen haben möchte. Dann könnt ihr hier auswählen, beabsichtigen Sie die Abwicklung über ein Notar-Anderkonto. In den meisten Fällen wird es heutzutage eigentlich nicht mehr gemacht. Notar-Anderkonto bedeutet im Prinzip, dass der Kaufpreis nicht direkt an den Verkäufer gezahlt wird, sondern erst an den Notar. Der Notar wartet, bis alle Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind, und erst wenn alles in die Wege geleitet ist, dann wird eben der Kaufpreis weitergeleitet an den Verkäufer. Ist also nochmal so eine Zwischeninstanz, soll sicherer sein. Die Realität sieht aber so aus, dadurch, dass im Zuge eines normalen Kaufes, das heißt ohne Notar-Anderkonto, im Grundbuch auch immer eine sogenannte Auflassungsvormerkung eingetragen wird.
Was das genau bedeutet, das habe ich schon in meinem anderen Video erklärt. Das verlinke ich aber auch gerne in der Videobeschreibung nochmal. Aber um es kurz zusammenzufassen, durch diese Auflassungsvormerkung seid ihr eigentlich auch bei einem normalen Kauf ohne Notar an der Konto auf der sicheren Seite und ihr könnt euch einfach das zusätzliche, die zusätzlichen Gebühren für so einen Notar an der Konto sparen. Ja, dann wird die Abgabe einer notariellen Rangbescheinigung benötigt. Was ist Rangbescheinigung? Ein anderes Wort für Rangbescheinigung ist Notarbestätigung. Im Prinzip wird das dann ausgestellt, wenn der Kaufpreis sehr zeitnah gezahlt werden soll, aber die Grundschuld noch nicht im Grundbuch eingetragen ist, weil zum Beispiel das Grundbuchamt momentan sehr lange Bearbeitungszeiten hat. Dann kann der Notar bestätigen, dass er Einblick ins Grundbuch genommen hat und dass er nichts erkennen konnte, was dieser rangrichtigen Eintragung dieser Grundschuld entgegenspricht. Und da ist es so, dass das, also diese Bestätigung, diese Rangbescheinigung von dem Notar, der Bank in der Regel ausreicht, um das Darlehen auszuzahlen. Also wir ersetzen damit eben die Eintragung oder den Nachweis durch eine eingetragene Grundschuld im Grundbuchamt. Das kann dann eben noch nachgelagert passieren. Ja, wie gesagt, das wird immer dann gemacht, wenn es eben ganz schnell gehen soll. In unserem Falle sagen wir, okay, wir gehen mal von dem Standardfall aus. Das heißt, eine Rangbescheinigung wird nicht beantragt. Deswegen lassen wir das mal auf Nein. So, und dann gehen wir auf Berechnen. Und hier sehen wir schon ganz wunderbar in der Übersicht hier oben die Notarkosten, also die Notargebühren, wie die sich zusammensetzen. Und in Summe kommen wir hier jetzt in unserem Beispiel auf Notarkosten in Höhe von 3.558,10 €. Und dann muss das Ganze, wie gesagt, beim Grundbuchamt ja noch gewahrt werden. Das heißt, das muss eingetragen werden. Hier sehen wir auch dieses Thema Auflassungsvormerkung. Auch das muss natürlich beim Grundbuchamt gemacht werden. Das wird vorher eingetragen, bevor eben der Kaufpreis gezahlt wird. Da fällt auch noch mal eben ein kleines Entgelt beim Grundbuchamt an. Aber die Summe interessiert uns hier. Summe beim Grundbuchamt insgesamt hier die 1.812,50 € und die kalkulatorischen Gesamtkosten somit insgesamt in unserem Beispiel 5.370,60 €. Ganz wichtig, die kalkulatorischen Gesamtkosten. Das ist, also dieser Rechner, der soll euch eine Hilfestellung sein, damit ihr abschätzen könnt, was hier an Gebühren und Kosten ungefähr auf euch zukommt. Das wird nicht auf den Cent genau bei diesem Betrag hier landen, weil es immer sein kann, dass gewisse zusätzliche Kosten oder Gebühren eben beim Notar zum Beispiel nochmal anfallen. Also von daher dürft ihr jetzt nicht davon ausgehen, dass es genau diese Summe ist, sondern es kann hier auch nochmal zu kleinen Abweichungen geben. Aber zumindest um so eine erste Schätzung zu bekommen, hilft euch hier der Berechner doch sehr gut. Ja, wenn ihr euch das Ganze nochmal ausdrucken wollt, hier, wenn ihr auf dieses Drucksymbol hier oben rechts in der Ecke geht, dann bekommt ihr das nochmal in einer sehr schönen Druckversion zur Verfügung gestellt. Und wenn ihr jetzt nochmal andere Berechnungen euch durchführen wollt, selbst durchführen wollt, geht einfach nochmal hier auf Zurück und dann könnt ihr auch nochmal andere Berechnungen durchspielen. Probiert einfach den Rechner mal ein bisschen aus. Wie gesagt, der steht kostenfrei auf meiner Website zur Verfügung. Ich hoffe, dieses Video hat euch schon mal ein Stück weit geholfen, mit diesem Rechner klarzukommen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut.